9. Badewannenrennen in Bissendorf. Wir befinden uns am Gut Stockholm und neben mir sind schon einige wunderschöne Badewannen zu sehen. Der Start beginnt um 14 Uhr und wir sind live für euch dabei. Neben mir steht jetzt der Bürgermeister von Bissendorf. Was hat Sie denn dazu gebracht, hier mitzumachen? Also ich bin vor 9 Jahren schon dabei gewesen, als das erste Badewannenrennen hier in Bissendorf auf der Hase stattgefunden hat. Und seitdem bin ich ein ausgesprochener Fan dieser Veranstaltung. Ich muss sagen, ich finde euer Boot wirklich sehr beeindruckend, sehr kreativ, muss ich sagen. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Weil in Halle so viele Jäger wohnen, deswegen sind wir die Jägermeister. Haben Sie denn schon mal gewonnen? Bürgermeister gewinnen ungern, außer in Wahlkampfzeiten. Und wenn sie gegen ihre Bürger antreten, dann lassen sie ihnen natürlich den Vorzug. Was ist das da vorne für ein Fell? Das ist ein Wildschwein. Ein echtes? Ein echtes, ja. Und was hat Sie dazu inspiriert, die Badewanne so zu gestalten? So wie sie da steht, ja. Gut. Irgendwo sind das die drei Säulen des Erfolges, auch eines Bürgermeisters. Etwas Sein, etwas Schein und sehr viel Schwein. Ja, warum laufen die drei Jungs hinterher? Ist es wegen dem Mädchen, was an der Badewanne sitzt, oder warum machen die sowas? Wie seid ihr darauf gekommen, gerade eure Badewanne so zu gestalten? Das war mehr spontan. Da habe ich die Jugendlichen, die eben mitgebaut haben, habe ich gesagt, überlegt euch bitte was, wie wir oder was wir aus der Badewanne gestalten oder bauen können. Und die haben dann gesagt, eine Rakete. Das wäre was Feines, dass es auch umzusetzen ist. Und dann haben wir eine Rakete einfach gebaut. Das war mehr, wie gesagt, Spontaneingebung. Und das haben wir dann einfach umgesetzt, so gut es ging. Jetzt mal die eine benutzt sogar Filme als Brille. Also, jetzt an diesem sonnigen, schönen Tag steht Benjamin neben mir. Er ist einer der Veranstalter. Wie lange braucht ihr für die Vorbereitung? Also die Planungen fangen meistens schon, also die ersten Einladungen gehen schon 4 Monate vorher raus. Und dann, ich sag mal, die Hauptplanphase ist 2 Wochen vorher. Dann sprechen wir erst mit dem Getränkehändler und unserem Fleischhändler ab. Und dann, gestern waren wir 4 Stunden, haben wir was gemacht, haben ein bisschen was vorbereitet, hier an die Strecke noch präpariert und an der Brücke erneuert was. Und heute sind wir seit 9 Uhr hier. Neben mir stehen jetzt die zwei Besucherinnen Astrid und Friederike. Was findet denn ihr an diesem Event so super? Ja, es macht halt Spaß zuzugucken, es ist lustig, die Boote sehen gut aus. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Boot zu bauen und euch noch passend dazu anzuziehen? Ja, wir sind das 4. Jahr in Folge dabei und letztes Jahr hatten wir ein Strandboot mit Thema ja See und Meer und ja, jedes Jahr was Neues und diesmal ist es ein Prinzessinnenboot geworden. Und habt ihr jede Menge Spaß und findet ihr es auch gut, dass es hier Verpflegung gibt und alles? Ja, ich finde es am lustigsten, wenn die Teilnehmer ins Wasser fallen und dann so richtig nass werden und ja, mit Essen und Trinken ist es ganz gut eigentlich. Und wird auch nass. Cool. Habt ihr lange daran gesessen, dieses Boot zu bauen und euch die Kleider zu nähen oder ging das? Ja, das ging wohl. Also mit den Kleidern, das hat schon ein bisschen gedauert, aber ich fand, das war alles ganz gut. Mit rosa Tütü und allem drum und dran. Die Sieger, was gewinnen die? Die Sieger bekommen eine Flasche Sekt, einen Pokal, einen Wanderpokal und einen Erinnerungspokal und dann noch eine Urkunde und die kriegen Essens- und Getränkegutschein. Ich stehe jetzt hier neben der Ollendorfer Landjugend, den Siegern. Habt ihr damit gerechnet? Nicht wirklich, aber gehofft haben wir. Nehmt das für eure Kohle vor. Das ist die Kohle. Ja, mit langen Kleidern kommt man schlecht wieder ins Boot. Und wird jetzt noch fleißig gefeiert? Ja, natürlich. Wir fahren gleich zu unserem Landjugendbus und dann geht es erst noch bis heute Abend durch. Holden! Goal!